So, wo bin ich denn? Da bin ich. Ja, hallo. Mal wieder live auf diesem Fatzebook-Kanal. Ein paar Gedanken zum Tag. Ja, die Lage spitzt sich überall zu. Sind bestimmt diese Energien, die gerade in der Welt, im Universum so umeinander driften. Und es rüttelt ganz schön was in diesem Universum auf. Ja, diese Krise mit so einem Virus, die meint man, das geht dem Ende zu. Aber ich behaupte mal, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Diese, ja, Krise wird noch ein Nachspiel oder Nebenwirkungen, kann man sagen, haben. Nicht nur durch diese Schlumpfung, sondern insgesamt wird hier noch viel passieren und sich viel verändern. Und wie gesagt, das ist noch nicht wirklich vorbei. Zumal diese Maßnahmen immer noch wirken und Menschen versuchen sich, die die erschaffen haben, so drumrum und rauszuwinden. Ja, parallel dazu gibt es Krieg. Weiß nicht, Kriege gibt es schon immer. Es gibt in anderen Ländern Kriege. Jetzt gibt es woanders einen neuen Krieg wohl. Und das ist so aber auch immer nur die Oberfläche. Denn der Krieg im Endeffekt wirkt in jedem Menschen. Denn die Gesellschaft sind ja wir. Und wenn es außen Krieg gibt, dann gibt es innen auch Krieg. In uns selbst Uneinigkeiten, Streitereien, Differenzen zwischen dem aktuellen Zustand, den man hat und da, wo man hin möchte, was man erreichen möchte. Und so haben wir eigentlich den Krieg, den wir im Außen sehen und diese Maßnahmen und diese Streitereien, Uneinigkeiten. Das alles haben wir in uns drin. Und ich habe heute so einen schönen Post gelesen auf Facebook, eben, man sollte bei sich selber anfangen. Nicht immer schimpfen, die streiten sich, die schlagen sich, die morden sich, sondern wenn jeder Mensch den Blick auf sich richten würde, wäre die Welt schon viel anders da. Und darum geht es, dass man bei sich anfängt und nicht sagen, ja, die Regierung hat gemacht, die Präsidenten machen das, sondern wir sind das ganze System. Jeder Mensch hat diese Energien in sich drin. Und wenn man möchte, dass sich die Welt ändert, dann muss man bei sich selbst beginnen. Es ist unabdingbar, dass man bei sich anfängt und nicht immer auf die anderen schaut, was die anderen für einen Müll machen, sondern schaut, was mache ich denn für den Müll? Wo kann ich denn was ändern? Und das sind kleine winzige Teilchen. Und wenn einer beginnt, kommt noch einer dazu, dann sind schon zwei, dann stecken die welche an, dann sind schon vier und dann geht es immer so weiter. Und diese aktuellen Energien sind dazu da, dass wir mal aufwachen. Und das Leben, das persönliche Leben auch erstmal überdenken. Und wenn wir uns ändern, jeder Einzelne, dann ändert sich eben die Welt, die Menschheit, das sind wir. Und wenn man nur auf andere schimpft, ist nicht gut, weil wir selber genug zum Aufarbeiten haben. Und das, was gerade passiert auf der Welt, ist einfach nur der Spiegel der Gesellschaft. Wir hängen ja immer zusammen mit allem im Kollektiv, kommt man nicht drum rum. Das, ja, weiß nicht, kollektive Karma könnte man sagen. Und auch wir müssen da mithelfen, das aufzuräumen. Es gibt ja Karma der Gesellschaft, das Karma des Individuums, das Karma der Familie. Und ob man will oder nicht, wir hängen alle mit drin, ist wie ein Spiegel. Und wenn es irgendwo Krieg gibt, dann ist der Krieg auch in uns. Und symbolisch ist das eben der mystische Krieg in Kurukshetra,
der im Mahabharata und der Bhagavad Gita beschrieben wird, wo verwandte Parteien, befreundete Parteien gegeneinander kämpfen und sich umbringen. Und so ist es auf der Welt auch. Warum bringt man sich um? Es ist, jeder ist ein Mensch und keiner ist besser oder schlechter. Und viele Weisheitsbücher gibt es dazu. Aber ich denke, man hat es irgendwie gar nicht verstanden. Nicht wirklich. Und was gewinnt man denn, wenn man irgendjemanden ja, erschlägt und das Land dann bekommt? Man gewinnt nichts mehr. Man hat doch schon im Grunde, in Europa zumindest, genügend an Geld, an Platz, an allem hat man genug. Es ist nur irgendwie falsch verteilt. Und jeder möchte mal was und möchte und möchte. Und so finden wir diesen Krieg, diese Uneinigkeiten eigentlich in uns drin. Und wenn man in sich nicht aufräumt, wird die Welt nicht besser. Und wie gesagt, auch wenn man über andere schimpft, man muss erstmal, wie sagt man so schön, vor der eigenen Haustüre kehren, bevor man den Dreck des Nachbarn ankreidet. Ja, und in kleinen Dingen beginnt man. Nicht sofort, ach, alle Kriege, alle Unstimmigkeiten, alle Gesetze, die nicht passen, alles weg. Das funktioniert ja nicht. Sondern es muss wie eine Pflanze langsam wachsen, dass die Welt friedlicher wird. Das geht nicht von heute auf morgen, denn diese ganzen karmischen Geschichten und die Trigger, die jeder in sich trägt, die kann man nicht einfach so weg und alles ist gut. Das ist eben, und das mag man oft nicht, die mühsame Arbeit am eigenen Wesen. Dass man stetig probiert, verändert, achtsam ist, was kann ich tun, was muss ich tun. Und wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Taten vollbringen, dann verändert sich die Welt. Und so ist jeder angehalten, bei sich selbst zu beginnen und Veränderungen hervorzurufen. Aber man schaut halt immer gern bei den anderen, was machen die für einen Müll und Käse und kreidet das an, aber man hat mit sich selber einfach viel zu viel und genug zu tun. Man muss nicht wirklich auf andere schauen. Und wenn man auf andere schaut, verändert sich auch nichts. Man kann nur in sich selber Veränderungen hervorrufen und dann steigt noch jemand mit ein, der sie verändert und dann kommt der nächste und dann geht es so weiter. Aber das dauert halt. Das geht nicht von heute auf morgen, von jetzt zum nächsten Jahr, sondern das braucht lange Zeit. Und in der jetzigen Krisensituation in allen den ganzen Ländern sieht man ja, es ist ewigst nichts gemacht worden, nichts verändert worden. Jeder schaut nur auf seinen Profit und das Ganze, auf sein Ego. Und die Krankenhäuser, Pflegeheime, Gesundheitssystem, in Deutschland kenne ich es jetzt, das ist alles kaputt. Und ja, wie man in der Schule lernt, von der ersten Klasse bis zur, wie weit man auch geht, so braucht es seine Zeit der Entwicklung. Und was jetzt so alles kaputt ist, das hat ja schon vor vielen Jahrzehnten begonnen, dass man nichts gemacht hat. Und wenn man nicht mal irgendwann anfängt, bei sich anzufangen, dann wird es nichts. Jeder Mensch muss bei sich anfangen. Und es ist dann wirklich muss, kann man nicht irgendwie schönreden. Man selber ist nämlich die Gesellschaft. Und das ist das Geheimnis, was man oft nicht wahrhaben will, dass wir, jeder Einzelne, die Gesellschaft bildet. Vielleicht sind die einen ein bisschen die, ich sag mal, die Guten, die anderen sind die nicht so Guten, aber wir sind alle in dieser Verstrickung, Verhaftung drin und niemand ist besser, jeder hat seine Themen in sich drin und trägt eben so zu diesem Kollektiv bei, wie auch immer. Und erst wenn man beginnt, in sich
aufzuräumen, sauber zu machen, ein guter Mensch zu werden, dann verändert man die Welt. Auch wenn man manchmal nicht weiß, wo verändert sich auf der Welt irgendetwas. Wenn man manchmal eine Yoga-Übung, Energie fließt, dann weiß ich nicht, ist es beim Nachbarn oder ist es in Timbuktu irgendwo. Irgendwo passiert auf dieser Welt irgendwas, denn wir sind alle verknüpft und verhaftet. Und wir haben aber dieses Bewusstsein nicht, wo passiert da was. Vielleicht mache ich was. Und in China fällt, wie man sagt, ein Sack Reis um. Wir kennen die Zusammenhänge nicht, sondern wir sollten einfach anfangen, die Welt gut zu machen. Und wenn wir die Welt sind, jeder hat ja seine eigene Welt, jeder kreiert seine eigene Welt, dann wird es erst gut. Und wenn es viele kleine gute Welten, viele kleine individuelle Universen gibt, dann gibt es auch ein großes, ganzes, gutes Universum. Und die jetzige Zeit ist genau richtig dafür, weil jetzt wird aufgeräumt. Denn es gibt Sturm, der Sturm ist noch nicht vorbei, es wird noch viel passieren. Und ja, wenn dann mal der Schutt abgetragen ist, dann kann man wieder was Neues aufbauen. Deswegen sollte man durchhalten. Und nicht aufgeben, weitermachen und versuchen, immer die Energien hochzuhalten, die Welt zu verändern, indem man an sich selber arbeitet. Nur so geht's und dann strahlt man eben nach außen ein Energiefeld aus, nicht nur im persönlichen Umfeld, sondern eben auch irgendwo auf der Erde bestimmt auch oder im Universum. Ich weiß nicht, ich habe da auch den Durchblick nicht. Ja. Und so eben nicht immer auf andere gucken, auf andere schimpfen, sondern mal den eigenen Krieg und die eigenen Uneinigkeiten im Wesen betrachten. Eben wie in der Bhagavad Gita, dieser Krieg auf dem Schlachtfeld Kurukshetra, wo befreundete, verwandte Parteien gegeneinander kämpfen. Und das haben wir in unserem Wesen auch. Das sind die guten Zeiten und das sind die dunklen Zeiten. Die hat jeder Mensch, sonst würde er nicht existieren, Sonne und Mond, hell und dunkel. Und diese kämpfen sozusagen immer gegeneinander. Und auch die dunklen Seiten gehören zu mir. Wenn ich Mist gemacht habe, dann gehört es zu mir, dann habe ich das gemacht. Und dann gilt es eben, diese Dinge zu beleuchten, sodass man Frieden in sich erzeugt. Ja, und der große Krieger Arjuna hat, bevor der Kampf losging auf diesem Schlachtfeld, geschaut, wer steht mir denn gegenüber? Oh, das sind ja Verwandte, Bekannte, Freunde, soll ich die töten? Und so sind es auch in uns selbst die Eigenschaften, die, sag mal, ja, Laster oder Fehler oder Macken, wie man auch, oder Special Effects sagen manche, was man so hat an negativen Seiten, die gehören zu einem. Die muss man auch, wie auf dem Schlachtfeld, beseitigen. Und wenn man so einen übermächtigen Gegner hat, sagt, ich möchte jetzt das Schokoladeessen aufhören, dann resigniert man manchmal wie Arjuna. Ach, warum soll ich denn die Schokolade aufhören? Warum soll ich die anderen denn töten? Das ist nicht gut. Wenn ich Schokolade nicht mehr esse, geht es mir nicht gut. Und das sind dann auch so wie übermächtige Feinde, die einen dann bekämpfen. Und Arjuna war dann mutlos, aber Krishna, die Gottheit, sein Wagenlenker, hat dann gesagt, kämpfe, kämpfe für das Gute. Und darum geht es in der Welt. Und das Gute muss erst in uns entstehen. Es kann nicht, was im Inneren nicht entstanden ist, kann nicht im Außen entstehen. Das ist nicht möglich. So beginnen wir bei uns selbst. Nehmen sozusagen den inneren Kampf auf und versuchen unser Bestes zu geben. So gut man kann. Niemand ist heilig, noch nicht, irgendwann bestimmt. Niemand ist erleuchtet, da wollen wir ja hin. In absoluten Frieden. Aber wenn wir im absoluten Frieden sind, ob das jeder so wirklich mag, ist die Frage, weil dann gibt es uns vielleicht nicht mehr. Tja,
Gibt es keine Disco, keine Partys mehr, keine Geburtstagsfeiern mehr vielleicht. Das muss man auch wissen, ob man sich diesem inneren Kampf stellt. Viele Menschen sagen ja, ich will leben, aber was heißt leben? Saufen, rauchen ist nicht leben, finde ich. Und wenn man dann sagt, sollst du nicht tun, ah, darf ich ja gar nichts mehr und du bist so streng. Ja, aber es ist für mich eben kein Leben, wenn ich jetzt rauche und trinke und Party mache. Es ist für mich kein Bewusstsein und von daher mache ich es nicht. Und andere ist es auch nicht gut. Deswegen sollte man immer wissen, wenn man zum Beispiel Yoga macht oder andere Dinge, es fallen andere Sachen weg. Nun, das ist der innere Kampf. Ich schweife ein bisschen ab. Ja, in der Außenwelt haben wir einen starken Wind, Sturmböen. Haben wir in Bayern auch so gehabt. Und jetzt haben wir sie auch auf der energetischen, auf der gesellschaftlichen Ebene. Und so sollte man sich selber verwurzeln, dass man bei diesem Sturm nicht wegfliegt. Und an sich arbeiten, indem man Wurzeln schafft. Und sich nicht um den Wind zu sehr kümmert und nicht so sehr um die anderen Bäume, die neben einem stehen, sondern auf sich selber schauen und gucken, wo schicke ich meine Wurzeln hin. Und dann verändert sich auch die Krone des Baumes, wenn die Wurzeln gut sind. Wenn der Baum Blüten hat, dann tragen die vielleicht auch Früchte. Und darum geht es erstmal an sich anfangen. Denn wie gesagt, wir sind die Gesellschaft und wir können die Gesellschaft nur verändern, wenn wir uns verändern. Und das ist manchmal im Inneren, wie gesagt, wie so ein Krieg auf dem Schlachtfeld. Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß, die weibliche Seite gegen die männliche Seite, wie in der Beziehung, man zieht. Einer zieht nach da, der andere nach da. Und so erzieht man auch Kinder, indem der Mann zieht und die Frau zieht, die Mama und der Papa, sonst geht es nicht. Und so ist das Leben, so ist die Welt, es geht immer hin und her. Und im Endeffekt ist nur das Fundament wichtig, dass oben der Baum, der wackelt hin und her. Die Gesellschaft wird immer mal umherwackeln, aber wenn die Grundstrukturen, Liebe, Frieden, Mitgefühl und solche Tugenden, wenn diese da sind, dann fällt das System nicht zusammen. Wenn die Menschen in sich friedlich sind, dann gibt es im Umfeld nicht viel Krieg. Aber das ist eben nicht so. Ja. Es ist die Wurzel, das Fundament, wie auch im Gesundheitssystem. Das ist, die Wurzel ist kaputt. Und wenn die Wurzel nicht repariert wird oder gestärkt wird, wird es zusammenkrachen, was es ja eh schon macht. Aber es guckt keiner hin, weil jeder die Früchte sehen will. Und dann pappt man da ein paar Früchte dran, aber das sind keine wirklich echten Früchte. Und dann werden halt Bilder ausgeschnitten, Früchte an den Gesundheitsbaum gemacht, aber das sind keine Früchte. Das ist nicht gut. Und das Gesundheitssystem zum Beispiel, das gesellschaftliche System, das Finanzsystem und alles wird irgendwann, es kommt alles raus, alle Lügengebilde, alles bricht zusammen. Es wird einfach so kommen, weil es nun mal keinen Bestand hat. Nur die Wurzeln haben Bestand. Wenn der Baum Wurzeln hat, dann steht er in, ja, sag mal 1000 Jahren immer noch da. Und alles andere wird immer wieder zusammenbrechen, auch wie die eigene Psyche, Gesundheit, wenn man nichts tut. Vorbeugend, präventiv, das weiß ja jeder, dann wird der Baum, der Mensch, der Körper irgendwann krank. Und wenn er ein grundlegendes, gutes Gesundheits-Immunsystem hat, dann wird er auch krank. Das ist der Nachteil. Man wird immer krank, aber man regeneriert sich schneller. Und es ist nicht so schlimm. Und es macht einem vor allem auch nichts aus. Man darf krank sein. Doch wenn man das nicht macht, versucht man immer, ich muss gesund bleiben, ich muss gesund bleiben, schluckt dann Pillen. Aber irgendwann wird es sich rächen. Und das weiß ja jeder. Jeder weiß es.
Und die meisten machen es aber nicht so. Und im, ja, sag mal, Wirtschaftssystem, Gesundheitssystem genauso. Man unterstützt nicht Pflegeheime, Altenheime, Gesundheitsmaßnahmen. Und was kommt dann bei raus? Kann sich jedes Kind, kann das in der Grundschule ausrechnen, wenn man das und das macht, passiert das und das. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Aber man guckt eben nicht hin, weil es mühsam ist. Das muss ich wieder von vorne anfangen. Ja, das ist halt so. Im Yoga nennt man das Karma-Yoga. Egal, was man gemacht hat, wenn es wieder kaputt geht, schlecht ist, nicht gut ist, fängt man wieder von vorne an und dann geht es immer so weiter, immer weiter, weiter. Und das ist ja das Leben, es geht hoch und runter. Und erst, wie gesagt, wenn wir uns selbst verändern, verändert sich die Gesellschaft. Es ist so, fast schon so banal, dass man das gar nicht versteht. Wenn ich nur versuche, gute Taten zu machen, jeden Tag, für mich, für andere, für was auch immer, erst dann bewegt sich was. Und wenn ich mich vor allen Dingen verändere, dann hat das Bestand und dann hat es Ausstrahlung. Und nicht, wenn ich versuche, irgendwo anders rumzuschrauben, an Gesetzen und so. Wenn der Mensch sich nicht verändert als Individuum, nützt das Gesetz ja nicht immer so viel, weil es ist nur eine äußere Maßnahme. Die Verwandlung der Erde, der Welt, der Gesellschaft kommt nur von jedem Einzelnen, von innen. Ja, es ist so einfach und die Schwierigkeit ist eben, das zu tun. Wir sind ja, wie gesagt, so verhaftet mit unseren Triggern und Themen und ja, Problemen, dass man oft gar nicht hingucken kann oder nicht will, weil es schmerzhaft ist, weil man dann sieht, wo ein Riesenberg Arbeit. Nun, aber wenn man nicht anfängt, diesen Berg langsam abzutragen, steht er in 50 Jahren immer noch da, in 100 Jahren, in 1000 Jahren. Außer das Wetter macht ihn dann weg oder andere Naturgewalten, passiert manchmal auch. Aber im Leben muss man selber diese Steine langsam abtragen und ein riesiger Fels, das braucht lange, weil man hat dann eben keine Granaten und bombt das Ding weg, sondern man muss mit ja, Eimer und Schaufel anfangen, diesen riesigen Berg abzutragen. Und dann hat man manchmal das Gefühl, naja, wenn ich jetzt als kleiner Mensch da irgendwas verändere, dann bringt es ja gar nichts. Doch, es bringt was. Denn wenn ein Mikrogramm Stein weg ist, hat sich schon was verändert. Wie in dem Video kann man auf YouTube anschauen, das Mädchen mit den Seesternen, was immer wieder die Seesterne ins Wasser wirft und die werden immer wieder angespült und der Mann fragt, was machst du da? Das bringt doch gar nichts. Doch, wenn ich einen Seestern rette, hat sich schon gelohnt. Und so ist es auch mit der Veränderung. Wenn man nie beginnt, weil man Angst hat, weil man denkt, das geht nicht, dann wird es auch nie anders werden. Ist auch wieder so eine einfache Rechnung. Kann jedes Grundschulkind sagen, wenn ich nie anfange mit 2 Meter Joggen, dann werde ich auch nie 10 Kilometer schaffen, wenn ich nie anfange. Wenn ich mit meinen Hausaufgaben nicht anfange, dann werde ich heute nicht fertig. Natürlich, klar. Und es ist doch so simpel. Wir sind das Universum, die Gesellschaft, die Natur, die Welt. Wir sind das alles. Jeder für sich. Kann man nicht anfangen und sich selber mal durchreinigen, aufräumen, bearbeiten, ein guter Mensch werden wollen, um eine friedliche, gesunde und gute Welt zu bekommen. Eine gesunde Natur, die lange hält. Fangen wir mal an, es wird Zeit. Die Zeichen stehen auf Sturm und
Jetzt ist die Zeit. Jetzt, nicht morgen, nicht nächste Woche, sondern jetzt ist die Zeit, wo man beginnen sollte. Genau jetzt, in dieser Sekunde, sollte man jetzt schon 2 Sekunden begonnen haben. Denn wenn man immer wartet, weiß man, sagt die Mama ja auch, machst du nicht deine Hausaufgaben, musst du heute Abend machen. Ja, mache ich schon, mache ich schon. Und so verblödelt man eben oft sein Leben, weil man immer wieder verschiebt. Naja, nächste Woche, nächstes Jahr, dann und dann und dann und dann. Und ich kann jetzt nicht. Ja, wenn man jetzt nicht kann, wann dann? Die Zukunft ist immer jetzt. Wenn ich jetzt nichts verändere, wird in 20 Jahren nichts anders sein. Wenn ich jetzt nicht versuche, ein guter Mensch zu werden, wird die Welt nie gesund, nie gut. Es liegt immer an einem selber. Jetzt immer so an der eigenen Nase packen oder, wie man sagt, vor der eigenen Haustür kehren. Das ist das Wichtigste überhaupt. So ist es wichtig, trotz dieser Kriege und Krisen immer wieder die Aufmerksamkeit zu sich zu holen und das Leben verändern. So, ja, das war's für heute. Bis bald. Es wird demnächst wieder neue Videos geben, Geschichten aus dem Yoga übertragen ins Leben und ja, viele weitere Videos. Meine Stimme ist wieder etwas besser und so. Gibt es auch wieder mal Live-Videos. Bis bald, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.